Abend. Neues Jahr. Neues Glück. Nee, das war scheiße. Neues Jahr, neues Projekt. Einige verfolgen mich ja schon länger, weil ich bei Stefan auf dem Nebenkanal ganz viele, ich glaube 92 mittlerweile, Hausrenovierungsvideos gemacht habe. Jetzt ist bei mir aber einiges passiert in den letzten anderthalb Jahren. Ich bin das zweite Mal Papa geworden und merke, dass ich im Moment nicht mehr so viel zum Renovieren komme. Also es wird immer ein paar Renovierungsvideos geben auf Stefans Nebenkanal. Aber ich plane jetzt, meinen Werkzeugkeller fertig zu machen, als letztes Juke Lab Projekt erstmal. Danach geht es dann los mit meinem eigenen kleinen Kanal. Und zwar mache ich einen Daddy Channel. Ob ich den so nenne oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich mache einen Daddy Channel. Das heißt, ich mache Männerprojekte für kleine Männer von großen Männern. So ungefähr. Es gibt so viele Mutti-Channels auf YouTube, wo dann die Muttis irgendwelche Gardinen-Deko-Klimbim machen. Aber ich habe keinen Männer-Channel entdeckt. Und da geht es jetzt darum, ich habe zum Beispiel für meinen großen Jungen eine Männerhöhle gebaut. Das ist so ein kleines Holzzimmerchen, was in seinem Spielzimmer hängt. Da habe ich keine Videos von gemacht, weil mir der Kleine da sehr viel bei geholfen hat. Was ja auch so sein soll, damit er auch was lernt oder auch ein bisschen handwerklich mal was tut. Jetzt geht es einfach darum, ich habe so ein paar Projekte, die ich jetzt machen möchte und da möchte ich einfach mehrere Väter oder Daddies, wie auch immer man sie nennen möchte, mitnehmen möchte. Das wären zum Beispiel eine Seifenkiste, Männerhöhle 2.0 vielleicht. Dann habe ich eine Bücherlese-Ecke geplant aus einer alten Kommode, die ich bei eBay Kleinanzeigen gratis bekommen habe. Ein Retro-Spielezimmer für die, die ihre Kinder nicht mit der PlayStation spielen lassen wollen, sondern lieber mal mit dem Super Nintendo. Was man da coole Sachen machen kann, zum Beispiel Fragezeichenblöcke schneiden und sägen. Also einfach coole Sachen, die man mit seiner eigenen Kindheit, wenn man so um die 30, 35, 40 ist, verbindet. Und die man seinen Kindern gerne nochmal zeigen möchte oder einfach die Gelegenheit haben, mit seinen Kindern was zu machen, was die dann auch cool finden und so auch die handwerklichen Fähigkeiten der Kinder ein bisschen fördere, ohne dass ich ein langweiliges Dekoblümchen mache oder so. So, heute fange ich jetzt erstmal damit an und streiche meinen, hier wie heißt das Ding, wo ich übrigens noch eine neue Lampe reinmachen muss, Werkzeugkeller, weil den brauche ich. Wenn der erstmal vorbereitet ist, dann kann ich hier die ganzen Projekte starten. Kann ich immer abends ein bisschen was machen, das dann auch schneiden. Und wenn ich immer im Wintergarten meine Sachen erst zusammensuchen muss, dann dauert das alles zu lange und mir geht sehr viel Zeit flöten. Deswegen muss erst der Werkzeugkeller fertig sein, dann kann ich mit diesem Projekt starten. Und heute geht es beim Streichen los. Also, auf geht's! Ziel ist natürlich auch, die Videoqualität langfristig zu steigern. Und da muss ich mich auch anständig für einrichten. Jetzt im Moment hängt ihr nämlich, ich zeige euch erstmal. Jetzt im Moment hängt ihr an den Heizungsrohren, was eigentlich eine coole Sache ist. Da brauche ich mir nicht noch ein Kamerasystem ausdenken und kann euch an der Heizungsrohre hängen. Und ihr könnt mir dann hier auf der Arbeitsfläche zugucken, wenn ich euch hier dementsprechend drehe. Oder eben, wenn ich wieder fluchend durch den Raum flitze, könnt ihr mich da auch bei verfolgen. Ohne dass ich großartig die Kamera in meiner Arbeitsfläche stehen habe. Finde ich halt ganz gut. Heizungsrohre im Keller sind halt auch multifunktional. Muss ich vielleicht doch mal beiputzen oder einen neuen Pinsel kaufen, ne? Ach so, wenn ihr euch wundert, es gibt halt Projekte, so zum Beispiel die Männerhöhle, die habe ich mit dem Kurzen gemacht. Das habe ich zwar gefilmt, aber ganz bewusst nicht online gestellt. Weil ich bin der Meinung, dass die Kinder, meine Kinder, selbst entscheiden sollen, ob sie im Internet auftauchen oder nicht. Mal so eine kleine Szene von hinten, okay, oder wenn er daherläuft, von mir aus. Aber ich möchte nicht, dass Worte, die er als Kind sagt oder ähnliches, nach 15, 20, 25 Jahren noch im Internet zu finden sind. Und da vielleicht auch irgendwann mal einer das irgendwann gegen ihn verwenden kann oder was weiß ich. Deswegen habe ich gesagt, nein, wenn der Kleine mithilft,
schneide ich die Szenen raus, muss dann hinterher im Nachhinein natürlich ein bisschen mehr erklären. Aber das möchte ich eben nicht. Können bestimmt einige Eltern nachvollziehen. Meistens machen ja bei Facebook mittlerweile so ein Smiley auf der Fresse von dem Kleinen. Einfach nur damit zum Selbstschutz des Kindes, weil es das ja selber noch nicht wirklich entscheiden kann, ob es das will, warte ich so lange, bis er selber entscheiden kann, ob er behindert sein will oder nicht. Wichtig bei so einem Channel ist ja auch meiner Meinung nach, dass man mit geringem Aufwand das Ganze herkriegt. Also ich habe jetzt keine große Ausstattung an Werkzeugen. Die wird zwar immer größer nach und nach, aber mir geht es noch Keks, wenn ich dann immer sehe, dass die da mit einer Kapp- und Gehrungssäge arbeiten. Ganz ehrlich, wer hat eine Kapp- und Gehrungssäge? Ich habe eine Stichsäge, hätte gerne Kapp- und Gehrungssäge, sicher, aber ist natürlich schön, wenn man mit einfachen Werkzeugen, die fast jeder hat, eine Stichsäge, kostet jetzt mal 90, 100 Euro, wo man mit arbeiten kann, eine Kapp- und Gehrungssäge locker mal 400, 500 Euro, 900 Euro, je nachdem, was man sich leisten will. Ich versuche mit geringem Aufwand das Ganze zu machen. Also technischen Aufwand. Und einfach coole Projekte. Also wenn man das... Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, einen Day-Channel zu machen. Gute Idee, schlechte Idee, Anregungen, Wünsche vielleicht, Projekte, die ihr gerne mal machen würdet. Ich gucke dann, was man daraus machen kann. Versuche, ein, zwei Sachen umzusetzen. Wenn es nicht klappt, ist es halt so, aber ich habe es wenigstens versucht. Und man kann sich auch ein bisschen beraten. Also wenn ihr eine coole Idee habt, wo mir vielleicht noch was zu einfällt, oder ich eine coole Idee habe, wo euch noch was zu einfällt, da kommen wir ja nur weiter. Und darum soll es halt einfach gehen. Ich finde das übrigens so schön, dieses furchtbar schöne Muster hier. Ich zeige euch das Muster nochmal, das ist so schäbig. Oh, ist das schäbig. Oh. Da bin ich so froh, wenn ich das mal überstrichen habe. Also hier ist ja nochmal. Oh, ist das schäbig. Oh. Sobald ich gestrichen habe, das erste, was ich mache, ist eine neue Lampe. Und dann geht's rund. Tische aufbauen, Arbeitsfläche aufbauen. Und dann geht es ans erste Projekt. Also schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet. Oder gebt mir Anregungen, Tipps. Und dann starten wir das Projekt. Ich denke, Februar, März. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.